Mahlzeit, ihr Knüppelbrüder, kommen wieder hier. Ja, tatsächlich mal wieder mit ein bisschen Panther Rush. Das Video ist frisch von gestern, wenn es veröffentlicht ist. Nee, ich will es ja heute veröffentlichen. Ich weiß gar nicht, was ich erzähle. Nee, das kommt heute noch raus. Also, ja, wie gesagt, frisch gestern aufgenommen. Ich habe zufällig nach 5 Tagen, ich glaube 5 Tage, habe ich überhaupt nicht eingeloggt. Ne? Und ja, wie gesagt, log halt ein und habe so Leute begrüßt, waren gerade nicht so viel online. Und der eine Kollege Liedek, der meinte dann irgendwann ein paar Minuten später, und so, dass er sich diese Basis da angeschaut hat, also auserkoren hat zum Angreifen, und meint, da sind nur noch 15 Flaks. Und 4 hat er selber schon weggehauen und der Typ ist auch noch ohne Ali. Und da dachte ich mir, naja, okay, willst du da ran und helfe ich dir, ne? Und das Problem war, dass die halt so weit oben war. Ihr seht ja diese oben links. Und meine Truppen, alles was ich hatte, war unten rechts. Unten rechts, bei der grünen Punkt da, ne, da ist meine Basis, unten rechts, rechts mittig, so knapp mittig. Und von da aus musste ich erstmal all mein Zeug hochbringen. Ich habe, weiß ich nicht, ich hatte 2,5 Millionen Sprit, das habe ich komplett verballert. Dann habe ich noch 1 Million rübergeholt, auch verballert. Und konnte gerade noch so, ich habe gerade noch so hingeschafft. Und ja, musste auch kurz, also zwischendurch kurz warten, bis ich auch wieder auf meinen Standard-Sprit, Kraftstoff automatisch hergestellt, wieder hatte. Naja, nee, das war kein vernünftiger Satz, aber naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls sind wir dann dahin und ja, dachte ich mir, mal gucken, ob wir das schaffen. Ne? Am Anfang sah es noch relativ gut aus. Aber je länger wir gekämpft hatten, desto weniger Zeug blieb eigentlich noch übrig. Ich dachte mir so, okay, wir müssen nur zusehen, dass die Flaks unter einer bestimmten Anzahl landen, weil dann halten ja auch die Brennergruppen natürlich länger und so. Und tatsächlich hat meine letzte, die hat glaube ich 2 Flaks lang gehalten, bis dann auch irgendwann Feierabend war. Und ich dachte mir so, verdammt ey, wir schaffen das nicht. Weil das war wirklich alles, was ich hatte. Ich habe auch kein Geld diesen Monat ausgegeben für dieses Spiel. Das ist alles, was ich noch hatte. Und habe das noch hochgefahren. Ich habe die Polos nur hergestellt, um einmal den Sprit rüber zu holen. Weil ich habe nicht eingesehen, da jetzt irgendwie Geld für auszugeben hier. Weil diesen Monat ist eh so maub und das spare ich mir lieber die Kohle. Obwohl andere jetzt vielleicht sagen würden, ey, gerade diesen Monat musst du richtig ausgeben, wo die meisten nicht da sind. Da kannst du ja alles alleine, da kannst du alles solo einholen. Ne? Kommt ja nie einer online. Aber ich habe meinen Ali-Chef gefragt und er meinte, nee, weil ich meinte, die Gegner schlafen wahrscheinlich auch ziemlich. Und er meinte, nee, ist im Gegenteil. Ja, die sind sogar richtig aktiv. Oder relativ aktiv, allerdings nicht hier auf unserer Karte. Da ist nicht allzu viel los und er selber meinte, ja, gibt halt immer mal wieder kleinere Scharmütze, so ein bisschen Gefechte hier und da. Okay, also mein Spiel ist natürlich nicht ausgestorben, nur weil es Sommer ist, klar. Und nee, ansonsten war es ziemlich interessant. Ich kann so viel verraten, wir haben es gerade so geschafft, wirklich mit dem allerletzten Gepfiffel, was wir noch übrig hatten. Der eine Kollege hier, der kam dann echt noch mit M16 ran, obwohl unser Chef dann hier meinte, fahr die Dinger wieder raus, ne? Aber jetzt war eh schon zu spät. Da hat das die letzte Flak noch 10% gehabt, ja, da braucht er auch nicht mehr wegziehen dann, ne? Und ich habe ihm noch gesagt, fahr mal die Cromwell ran, weil es Multifunktionspanzer sind und die sollten das eigentlich nicht verstärken hier. Oder also sollten nicht dafür sorgen, dass es länger dauert hier mit der verdammten Flak. Und war wirklich, wirklich interessant. Auch war eigentlich schon komisch, mal wieder mit den Leuten zusammenzuspielen, ne? Also ich habe ja, ich weiß nicht, wann der letzte Angriff war, dass ich überhaupt irgendetwas angegriffen habe, aber ist schon ziemlich, ziemlich lange her. Wirklich, ich könnte es jetzt nicht mehr beziffern, also ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Unheimlich lange her. Was mir aufgefallen ist, je länger ich gespielt habe, irgendwann gingen die ganzen Effekte verloren hier und kam dann kurzzeitig, ein paar Minuten später wieder. Das sah echt komisch aus. Das sah plötzlich so aus wie damals, als ich die ersten Videos gemacht habe und ich mit dem Firefox aufgenommen habe. Also über den Firefox-Browser gespielt und da aufgenommen habe, wo alle Effekte gefehlt haben. Also alles so wirklich spartanisch aussah. So war das hier plötzlich auch. Dafür lief es unheimlich schnell irgendwie. Bisschen komisch für mich. Aber okay, ich dachte mir, jetzt nehme den Rest weiter auf. Ja, ansonsten habe ich zwischendurch immer ein paar Sequenzen aufgenommen. Es gab kein Störfeuer hier oder so. Problem war halt nur, dass der Kollege hier jetzt natürlich nicht ausbauen kann. Weil direkt daneben, wie ihr gerade gesehen habt, wahrscheinlich, als ich da hingefahren bin mit der einen Gruppe Breder, 3 Breders verloren habe, da ist gleich die andere Basis auch von diesem Typen, auch ohne Allianz. Das heißt, die wird er sich wohl die nächsten Tage dann mal holen. Und dann kann er hier auch was wollte ich sagen? Ach ja, auf 2er ausbauen, wenn er denn möchte. Also ich sehe schon, wie die aufräumen. Ich hätte wirklich gern die 2 ganz außen rechts oben, die hätte ich gern noch weg, weil dann wäre rechts komplett frei. Dann würde ich gern eigentlich von der Mitte langsam aufräumen. Aber gut, die gucken natürlich, was man angreifen kann und wie man da hinkommt. Und ja, ansonsten sehr interessant. Ein bisschen geschnackt mit den Leuten hier. Der eine hat sich abgemeldet, weil er krank ist. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt durchgebe oder so, aber er ist gerade irgendwie krank.
und deswegen nicht so weit drin. Und ich habe mir auch überlegt, ich hab's komischerweise in ein World of Warships Video erwähnt, ob ich, ich war so ein bisschen am Zweifeln, ob ich noch Bock habe, hier weiterzumachen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist wie mit vielen anderen Spielen dieser Art und so, die sind halt für viele, also sie haben keine lange Halbwertszeit, ne? Die sind halt irgendwann ausgelutscht, diese Spiele, und die wenigsten spielen das wirklich lange. Ich kenne natürlich auch ein paar Leute, oder ich weiß, dass viele auch uralt Spiele, hier War to Glory zum Beispiel, ja, das sind Leute, die spielen das schon seitdem dieses Spiel an den Start gegangen ist, irgendwann 2010 oder 11, ne? Seitdem zocken die das. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wäre mir einfach auf Dauer zu langweilig. Jetzt würden andere sagen, ja, du spielst wahrscheinlich auch schon seit sonst wie lange World of Warcraft, aber da gibt es halt immer was Neues zu sehen. Die ganze Umgebung ändert sich, das ganze, die ganze Art und Weise ist halt komplett anders, ne? Hast auch so viele Möglichkeiten und so. Also das kannst du natürlich hier alles nicht vergleichen, ne? Und ja, übrigens hat der Typ mal zurückgeschrieben, ich habe da letztens erzählt, hat einen geschrieben, hier als Betrüger bei Studio Hoppe und so. Der hat zurückgeschrieben, aber ich weiß gerade nicht, ich habe gerade nicht auf dem Plan, was er eigentlich zurückgeschrieben hat. Weil ich meinte, wo er die Informationen hat, aber irgendwie wurde ihm das zugetragen und er hat das wohl auch mitbekommen. Und ja, die eine Ali, tatsächlich ist dafür bekannt, ich kann deren Namen, oder ich kann schon, aber ich werde es jetzt nicht machen, aber ja, sie ist unter den drei, sagen wir mal so, und das ist nicht meine alte Ali, ne. Die ist bekannt dafür, dass da irgendwie, also wenn die unterwegs sind, irgendwas nicht mit rechten Dingen zu sie zugeht und dass da wohl auch welche von Hoppe mitzocken und auch ein paar Sachen manipulieren, ist halt leider wohl so, wie es, so soll es wohl halt so sein, keine Ahnung. Im Moment ist mir jetzt noch nicht irgendwas, also in letzter Zeit nicht irgendwas aufgefallen, mein Gott, ich krieg das gerade nicht zusammen hier. Aber es, ja, manche Sachen waren schon echt ein bisschen komisch und so, da muss ich auch sagen, ob das so mit rechten Dingen zu sich geht, aber was willst du machen, es ist halt so, wie es ist. So, und ansonsten, ja, könnt ihr euch reingucken, wie wir das Ding hier holen. Wie gesagt, zwischendurch immer ein paar Sequenzen genommen, das war halt, wurde immer schwieriger und ich dachte, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Und ich dachte mir wirklich, ey, da bleiben noch zwei Flak stehen, die hätte er sich noch geholt. Er hat dann nachgebaut, er ist dann wirklich mit irgendwas zwischen drei und um neun Bredas rangefahren, auf zwei einzelne Gruppen, weil die, glaube ich, von zwei verschiedenen, Basen, an zwei verschiedenen Basen gebaut hat und ist dann einfach rangefahren damit. Aber es hat am Ende noch funktioniert. Am Ende hat es noch funktioniert, wirklich mit dem allerletzten Rest, den wir noch an Truppen zur Verfügung hatten. Ja, also wir paar, die jetzt online waren. Ne? Und auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja, der Kollege Bluff oder Bluff hat sich das Ding genommen. Ich dachte erst, er nimmt das hier. Erst hat er mich gefragt, der Lidek, ob ich das Ding haben möchte. Aber ich habe gesagt, nee, für mich diesen Monat keine Basen. Also glaube ich jetzt jedenfalls nicht. Jedenfalls wollte ich jetzt hier keine haben. So. Wie gesagt, ihr könnt euch jetzt den Rest noch reinpfeifen. Ich bin jetzt erstmal fertig mit Quatschen hier. Ungewöhnlich erstmal hier irgendwas wieder nachzumoderieren, hier nachzukommentieren. Da kommt mir so vor, als wäre das andere Video schon zwei Monate her oder irgendwie so. Ja, aber im Moment ist ja echt ein bisschen wenig los. Und ja, wie gesagt, habe auch schon überlegt, ob ich meinen Account abgebe oder so. Jetzt habe ich mich anders entschlossen. Deswegen habe ich nicht öffentlich ausgesprochen. Es sind manchmal so Gedanken, die man halt so hat, Überlegungen und ja. Was soll man dazu sagen? Jeder hat mal, glaube ich, so eine Phase, wo er nicht mehr so Bock hat. Aber ich habe immer wieder reingeguckt. Also ich bin jetzt nicht eine Woche weg gewesen oder so. Spätestens nach 5 Tagen habe ich mal wieder reingeguckt, ob noch alles tutti ist soweit. Und ja, ansonsten danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Rest des Videos. Ist vielleicht nicht so unterhaltsam, aber jetzt war echt auch nicht mehr, was aufzunehmen ist. Ne? Also war einfach nicht mehr, was ich hätte aufzeichnen können gerade. Vielleicht ist es doch relativ unterhaltsam, wenn man sieht, wie wir da echt noch uns einen abgeknabbert haben, um wirklich den Rest der Basis auch noch zu holen. Oder überhaupt die Basis komplett in einem Rutsch einzunehmen. So. Und wir hatten echt nur das, was wir am Bomber da hatten und Breda und das Beste, ein bisschen andere Krempel, mehr hatten wir echt nicht. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Rest des Videos, wir sehen uns beim nächsten irgendwann. Ihr könnt auch ruhig mal die anderen Sachen gucken. Ich, als letztens jemand meinte, oh, endlich wieder ein Panzer Rush Video, dachte ich, ey, sag mal, ich mach zwischendurch auch andere Videos, aber die scheinen ja die wenigsten von euch, die jetzt hier den ganzen Panzer Rush Krempel gucken, zu interessieren. Irgendwie schade, aber naja, jeder sucht halt sich aus, weil er gucken möchte. Man kann niemanden zwingen, ne, irgendwas anderes zu gucken. Wie gesagt, jetzt hau ich rein und ihr auch. Bis dann. Ciao, ciao.